Wir werden zumindest versuchen, für eine Überraschung zu sorgen. Und das ist, glaube ich, der Grundansatz, den wir leisten wollen, den wir leisten, versuchen leisten zu müssen und auch zu wollen. Denn über 7000 Unioner, die mit nach München fahren und dieses Spiel erstmals gegen die Bayern, um Punkte zu spielen, in der Allianz Arena sicherlich auch entsprechend genießen wollen und werden. Und da ist es natürlich Verpflichtung, dorthin zu fahren und eben auch zu versuchen, alles zu geben. Für uns ist eine Überraschung alles das, was am Ende mit was Zählbarem endet. Das wäre eine Überraschung. Und natürlich wird man sagen können, wenn wir uns dort gut verkaufen, wenn wir dort versuchen, wirklich auch positiv zu überzeugen, ein gutes Spiel machen. Das ist sicherlich dann auch eine möglicherweise ein Faktum am Ende, dass man sagt, wir haben da wirklich auch gezeigt, dass wir mithalten können. Und ich glaube, das ist der Schlüssel in München, um überhaupt für eine Überraschung sorgen zu können, dass du tatsächlich in das Spiel reinfindest. Weil sonst ist es in München auch natürlich, muss man auch klar sagen, nicht möglich, überhaupt mitzuhalten. Ich glaube, das macht überhaupt keinen Unterschied, weil jeder der einzelnen Spieler, die auf der Seite bei Bayern München spielen, glaube ich, teurer sind als unser Gesamtkader. Und das zeigt halt einfach, gegen wen du dort spielst und die Übermacht der Münchner, die sie sich über Jahre halt einfach auch erarbeitet haben in Deutschland. Aber ob die dann ersetzt werden durch Martinez, durch Alaba, der wieder zurückkehrt, oder durch Thomas Müller, also diese Diskussion zu führen, wissen Sie, also bei aller Liebe, ist dann nicht meine Aufgabe und wäre vielleicht gerne mal meine, aber ist es nicht.